Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein mega exciting Video für euch und es geht um einen Shein Haul. 7 Tage, 7 Shein Looks, also eine komplette Shein Style Week. Und ja, dieses Video entsteht wieder in Kooperation mit Shein. Ich durfte mir freundlicherweise diese Sachen hier aussuchen und ich habe natürlich auch wieder einen Rabattcode für euch. Der lautet LOVEROSE20 für 15% ab einem Mindestbestell von 29 Euro und für 20% ab einem Mindestbestell von 69 Euro. Wenn ihr noch nie bei Shein bestellt habt und dort eure erste Bestellung tätigt, dann könnt ihr sogar 30% auf eure gesamte Bestellung bekommen. Und damit ganz herzlich willkommen auf diesem Kanal. Falls ihr neu hier sein solltet, hier dreht sich alles um Beauty, Lifestyle und Fashion. Wenn euch das auch interessieren sollte, würde mich sehr über ein Abo freuen und dann legen wir los mit dem Video. Let's go! Und ich werde das Video jetzt hier so gestalten, dass ich euch das gesamte Outfit, wie ich es gestylt habe, hier im Tragevideo zeigen werde. Und die einzelnen Sachen, die wirklich in diesem Haul sind, die auch alle unten in der Infobox verlinkt sind, werde ich dann hier hochzeigen. Und dann wisst ihr, welche Teile jetzt aktuell sind. Das allererste Outfit ist ein komplettes Pastell-Outfit, was durch diesen Sweater hier inspiriert wurde. Hat eine Kapuze, eine Känguru-Tasche und es ist einfach ein kompletter Regenbogen in so Colorblock-Optik. Mit grüner Ärmel, Flieder, Rosa, Gelb und Blau. Und dieser Sweater, das ist so ein dünner Übergangssweater für das Wetter jetzt gerade auf jeden Fall perfekt, weil es wird langsam wärmer. Yay! Jetzt gerade wäre dieser Sweater echt perfekt, weil wir haben heute, glaube ich, 14, 15 Grad, zumindest hier, wo ich wohne. Das zweite Outfit ist komplett aus diesem Haul. Also wirklich alle Teile, die ich anhabe, sind aus diesem Haul. Und das erste ist diese Bluse hier. Die hat hier oben so einen hohen Kragen, den man hinten mit zwei Knöpfen zumacht. Und was ich halt mega doll liebe, sind die Ärmel, denn die haben unten auch nochmal so Gummibund. Und halt so ein bisschen breiter zusammengerafft, was ich persönlich ganz schön finde. Hat auch so ein bisschen Vintage-Optik. So ein Teil kann man echt gut zu vielem tragen, zu einem schickeren Anlass oder eben auch casual. Das Ganze habe ich kombiniert mit einem Cottagecore-Jumper-Skirt, beziehungsweise Latzrock würde es, glaube ich, auf Deutsch heißen. Und der hat einfach hier oben so eine wunderschöne Stickerei, richtig frühlingshaft, mit so Klee drauf. Sieht super, super schön aus. Und überhaupt, dass man mal so eine Stickerei findet, wo wirklich Klee drauf ist, ist auch eher selten. Die Stickerei geht aber hier unten auch noch weiter am Rockteil und der Rock hat so eine Midi-Länge, zumindest bei mir mit 1,65 Größe. Wenn ihr kleiner seid, ist es vermutlich ein Maxi-Rock für euch. Und der hat hier an der Seite einen Reißverschluss, der schön versteckt ist, auch in der Farbe des Rocks einfach. Und dazu habe ich mir diese Schmetterlingskette hier ausgesucht. Die schreit einfach auch Frühling, denn im Rock sind auch die Farben grün und rosa und weiß vorhanden, was diese Kette einfach zum Perfect Match macht. Ich meine, die Bluse ist auch weiß und das passt einfach so gut alles zusammen. Und das nächste Outfit besteht nur aus diesem kleinen Crop Top, zumindest was ich mir in diesem Haul hier ausgesucht habe. Aber ich fand das so schön vom Muster her. Also es erinnert mich sehr stark einfach an Kunst. You know, so moderne Kunst von den Farben her. Es ist ein bisschen dunkler, gediegener. Ich finde es richtig, richtig schön und sowas dann für den Frühling. Ein bisschen dunklere Farben, aber trotzdem bunt, you know. Das Ganze ist auch super schön weich, hat hier oben auch nochmal so eine Spitzenverzierung, die durchgängig geht bis zu den Bändern, die man binden kann. Also man kann dieses Teil hier wirklich als Top tragen oder man zieht dieses Teil als Jacke irgendwo drüber. Und dann habe ich mir einen super kuscheligen Oversized Sweater ausgesucht, beziehungsweise Hoodie, denn er hat auch eine riesige Kapuze innen drin. Also das sieht man jetzt nicht ganz so gut, weil das Vlies hier innen drin auch schwarz ist. Aber er ist super schön warm und weich gefüttert. Also auch jetzt was für einen Übergang, wenn es noch wirklich kälter ist. Und der Sweater hat hier unten auch noch eine Känguru-Tasche, die innen drin auch nochmal gefüttert ist mit diesem Vliesstoff. Also ist auch schön warm und kuschelig in der Tasche. Ist einfach so ein richtig schöner, schlichter Sweater, der zu vielem passt und in dem man sich einfach nur einkuscheln kann. Dazu habe ich mir diese Hose hier ausgesucht und ich liebe diese Hose. Die hat oben einen Gummibund, sitzt halt Waist, hat Taschen, die sehr groß sind und dann noch sehr viele Bänder. Ein paar kann man davon mit Karabinerhaken abmachen, andere wiederum sind hier wirklich komplett festgenäht, aber die sind auch wirklich hier an dieser Hose ganz dran genäht. Das ist an diesem Teil hier auch, also dieses Band hier oben ist festgenäht an dem braunen Stoff. Nur diesen Part hier könnte man halt entfernen, wenn man es nicht möchte. Und was ich wirklich an Hosen sehr gerne mag, ist, wenn die unten auch nochmal zusammengeführt werden, da ich halt sehr viele Stiefel und Boots trage und somit halt die Hose easy einfach in den Boot reingeht. Und dann habe ich mir so ein Shirt hier ausgesucht, so ein Jersey-Shirt.
Es ist extrem lang, also das kann man wirklich als Shirtkleid tragen. Ich habe das jetzt mit einer kurzen Hose kombiniert, die schwarz-orange ist, weil dieses Shirt halt eben auch schwarz-weiß-orange ist. Und ja, die kurze Hose sieht man kaum noch. Es ist hier vorne aus so Mesh-Stoff, der aber nochmal mit anderem Stoff hinterlegt ist. Ich kann euch das hier mal zeigen. Also es ist wirklich, der Mesh-Stoff ist komplett hinterlegt mit anderem Stoff, dass es auch nicht durchsichtig ist. Steht hier vorne eine große 92 da drauf. Das Ganze allerdings nur glatter, orangener Stoff, also nicht nochmal aus Mesh-Stoff. Und hier, ich finde es richtig cute, einfach zum Chillen. Und die Farbe Orange mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Ich habe, keine Ahnung, seit 1 oder 2 Jahren mit diesem Fable Orange angefangen. Und ich mag die Farbe immer noch sehr, sehr, sehr gerne. Bei diesem Outfit muss ich sagen, die Idee, die ich dahinter hatte, fand ich cooler als, ich glaube, meine Umsetzung. Weil mich erinnert das so ein bisschen an Arzt, aber auf eine Sci-Fi-Variante. Also ich wollte eigentlich wirklich in so Cyberpunk-Richtung gehen. Ich habe mir dazu dieses Top hier ausgesucht. Das ist ein super schlichtes Tanktop, einfach nur. Aber es ist hier innen drin warm gefüttert einfach und perfekt für den Winter zum Layern. Also einfach unten drunter anziehen, falls einem kalt sein sollte und dann Pullover drüber. Dazu habe ich mir ebenfalls eher schlicht, es ist aber oversized geschnitten, also nicht ganz so schlicht, dieses weiße Hemd hier ausgesucht. Das ist wirklich ein super normales weißes Hemd, halt nur eben, dass es oversized geschnitten ist, was ich halt sehr schön finde daran. Und dazu habe ich mir noch diese Brille hier ausgesucht. Und wenn man die aufklappt, dann seht ihr schon, an beiden Seiten fängt es an zu leuchten. Wenn man es wieder zuklappt, hört es auf zu leuchten. Also diesen Mechanismus dahinter finde ich schon richtig, richtig cool. Ich habe erst gedacht, als ich mir die ausgesucht habe, hier wird irgendwo ein Knopf an beiden Seiten sein oder vielleicht auch nur an einer Seite. Und dass man das so dann anmacht, aber dass es so funktioniert, ist schon nice. Aber durch diese Brille hier habe ich mir halt gedacht, so mache ich Cyberpunk und habe dann noch so ein paar schwarze Stulpen und so derbe Boots und auch die Hose geht mehr in so Grunge-Richtung. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte noch eine schwarze Weste über das weiße Hemd anziehen sollen. Allerdings die schwarze Weste, die ich hätte gerne anziehen wollen, die ist in der Wäsche. Und das letzte Outfit, da habe ich mir diesen Cropped Hoodie hier ausgesucht. Das hat wirklich eine Kapuze. Ist schwarz-grau gestreift. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, den gab es in einer anderen Farbe. Oder ich habe einen ähnlichen gesehen, den es in einer anderen Farbe gab, der aber nicht so cropped war. Ist hier auch so ein bisschen im Destroyed-Look gehalten. Hinten hatte das auch nochmal an der gleichen Stelle wie vorne. Und an jedem Ärmel ist er auch nochmal an einer Stelle so ein bisschen destroyed. Die Ärmel gehen aber auch unten weit auseinander und die rollen sich unten so ein bisschen ein. Das ist hier unten am Pullover auch so ein bisschen, dass ich das so ein bisschen hochrollt. Ja, das hier geht auch definitiv in die Grunge Gothic Richtung. Das ist grau in diesem Top und dazu habe ich dann noch diese High Slipper hier kombiniert. Jetzt gerade glitzern die nur, aber hier sind so ein paar Punkte mit da drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also sie sehen so ein bisschen leicht grünlich aus. Hier ist zum Beispiel so ein Punkt, die leuchten auch im Dunkeln. Kann ich das zeigen? Ich glaube nicht. Ich werde noch ein separates Video einfügen, weil hier gibt es wirklich kleine Punkte drauf, die leuchten dann noch im Dunkeln. Ja, ich glaube, wie man sehen kann, habe ich eine kleine Haifisch-Obsession. Und ja, deswegen durften die halt auch mit. Ich hoffe, dieses Video war eine kleine Inspiration für neue Outfits. Gerade jetzt, wo wir auch in eine neue Saison übergehen, Spring Summer steht an. Und vielleicht war ja auch das ein oder andere für euch dabei. Also falls dem so ist, dann vergesst auf gar keinen Fall meinen Rabattcode LOVEROSE20 für 15% ab einem Mindestbestell von 29 Euro und für 20% ab einem Mindestbestell von 69 Euro. Und 30% für alle Neukunden auf Shein. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dieses Video hat euch gefallen. Mehr könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich würde abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.